Nee, ich wollte ganz kurz vielleicht aus der Anatomie. Also ich denke da an männliche Wesen. Männliche Wesen haben ja auch gerne mal behaarte Hinterteile. Und wenn die jetzt rasiert werden, dann ne, haben die so einen Igelschnitt. Und das ist, wäre dann praktisch der Schwabbel-Igel. Also, ich erinnere mich wieder, warum ich lesbisch geworden bin. Gibt es Leute, die auf dem Hintern Haare wachsen? Das habe ich schon. Was? Sie also kennen keine Männer? Da kenne ich ja sogar Männer. Ehrlich? Ja. Ich habe davon auch noch nie gehört. Ich also bin